Fitness mit Marc, Folge 437. Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Er ist in der vielleicht schönsten Stadt der Welt geboren. Kiel. Marc Maslow. Moin moin, ich bin Marc Maslow, dein dranbleiben Fitnesscoach von marathonfitness.de. Ist es jetzt gesund oder ist es ungesund, vor einer Mahlzeit ein Glas Wasser zu trinken, auch zur Mahlzeit etwas zu trinken? Man hört da ja unterschiedlichste Tipps. Der Aufhänger für diese Folge, und das passt ganz gut, ist ein kürzlich von mir verschickter Dranbleiber Donnerstag. Falls du den E-Mail-Newsletter schon abonniert hast, dann kennst du das. Jeden Donnerstag bekommst du einen kurzen Gedanken, eine kurze Idee mit, die du umsetzen kannst, die du vielleicht auch einfach nur für dich mitnehmen kannst. Und ich hatte vor kurzem eine Wochenend-Challenge und da ging es darum, dass du zu jeder Mahlzeit ein Glas Wasser trinkst oder kurz davor. Als Antwort auf die Mail bekam ich dann direkt die Frage: Hey, Marc, interessanter Tipp, aber ich habe gehört, vor der Mahlzeit direkt was zu trinken ist eigentlich ungesund, das verdünnt die Magensäure und so weiter. Wie ist das eigentlich, wenn du zu einer Mahlzeit was trinkst? Ist das eher vorteilhaft, ist es eher nicht so gut? Lass uns doch mal drauf schauen, was die Wissenschaft dazu sagt. Deswegen Themen der heutigen Folge: Wir reden über gesunde Verdauung. Wir reden auch über Flüssigkeiten, welche Rolle die in der Verdauung spielen. Und lass uns auch über die Entwicklung des Appetits reden. Also wenn du lange satt bleiben möchtest oder auch bei einer Mahlzeit schneller satt werden möchtest, welche Rolle spielen Flüssigkeiten auf die Sattheit, auf die Sättigung und die Kalorienaufnahme? Und ich denke, damit haben wir eigentlich auch schon einen guten Blumenstrauß für die heutige Folge. Klingt gut? Dann lass uns starten. Sponsor dieser Folge ist Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam, präsentiert von Edeka. Isso ist dein Ernährungspodcast ohne erhobenen Zeigefinger und der richtet sich an alle, die sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen wollen, und zwar möglichst einfach verständlich und auch unterhaltsam erklärt. Achim hat dabei weder Angst vor Schnitzel, noch ist ihm die vegane Ernährung unverständlich. Er sagt, jeder soll das so machen, wie es ihm am besten passt und am besten ohne Verbote. Denn seiner Meinung nach bringen die gar nichts und da sind wir definitiv auf einer Linie, denn genau das ist ja auch meine Einstellung dazu. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge mit Achim Sam, der Ernährungswissenschaftler ist und Bestsellerautor und hat auch noch Verstärkung an Bord, nämlich gemeinsam mit der Radiomoderatorin Julia Rohrmoser beantwortet er Fragen, gibt dir Orientierung und hilft auch Zuhörern, ihren eigenen Ernährungsstil zu finden. Die Themen, um die es geht, die drehen sich um bewusste Ernährung, um Lebensmittel, um Food Trends, Ernährungsmythen und mehr. Also hör einfach mal rein. Der Podcast heißt Ist so und du findest den überall, wo es Podcast gibt. Ja, wie ist das mit den Flüssigkeiten zu Mahlzeiten? Sind die gut oder schlecht für dich? Es gibt ja Menschen, die sagen, und das hört man auch immer wieder, dass das Trinken zur Mahlzeit eher schlecht für die Verdauung ist. Dann gibt es andere, dass auch das Trinken dazu führen kann, dass man bestimmte Schadstoffe anhäuft, was dann zu Gesundheitsproblemen führen kann. Meine These ist, wer auf sozialen Medien aktiv ist, der wird früher oder später auch sowas mal hören und damit konfrontiert sein. Jetzt fragst du dich vielleicht zu Recht, wie ist das denn? Kann ich das Glas Wasser vorm Essen, zum Essen trinken oder hat das eher negative Effekte? Oder kann ich ganz entspannt bleiben und das machen, wo nach mir gerade ist? Tatsächlich gibt es gute wissenschaftliche Untersuchungen dazu und lass uns die einfach mal anschauen und gucken, welche Empfehlungen wir daraus ableiten können. Am besten beginnen wir bei der Verdauung. Was sind die Grundlagen der gesunden Verdauung? Um nachzuvollziehen, warum Wasser die Verdauung stören soll, dürfen wir erstmal verstehen, wie die Verdauung eigentlich normalerweise abläuft. Verdauung beginnt eigentlich in dem Moment, wo du dir etwas in den Mund beförderst. Die Verdauung beginnt in deinem Mund, sobald du anfängst, dein Essen zu kauen. Durch das Kauen werden deine Speicheldrüsen angeregt, also die produzieren dann Speichel. Und dieser Speichel enthält bereits Enzyme und die helfen dann, die Nährstoffe, die Nahrung aufzuspalten. Im Magen vermischt sich dann die Nahrung mit
dem Magensaft, mit der Magensäure. Die hat ein saures Milieu, wie der Name eben auch schon sagt, und die spaltet die Nahrung dann weiter auf und produziert eine dickflüssige Substanz, die als Chymus bezeichnet wird. Dann geht's weiter in den Dünndarm. Dort wird der Speisebrei mit weiteren Verdauungsenzymen aus der Bauchspeicheldrüse und der Gallensäure aus der Leber vermischt. Und all das spaltet dann den Speisebrei weiter auf und bereitet die einzelnen Nährstoffe, an die du ja am Ende dann ran willst, für die Aufnahme in deinen Blutkreislauf vor. Während der Chymus, also der Speisebrei, durch deinen Dünndarm wandert, werden die meisten Nährstoffe bereits absorbiert. Nur ein kleiner Teil, der bleibt übrig, um dann aufgenommen zu werden, wenn der Rest in deinen Dickdarm übergeht. Ja, und sobald die Nährstoffe in deinem Blutkreislauf sind, werden sie in verschiedene Bereiche deines Körpers verteilt. Die Verdauung endet, wenn die übrig gebliebenen Stoffe dann ausgeschieden werden. Ja, und das ist dann eigentlich der Teil der Verdauung, den wir auf jeden Fall alle mitbekommen. Je nachdem, was du gerade gegessen hast und wie leicht dein Körper an die Nährstoffe rankommt, kann dieser gesamte Prozess zwischen 24 und 72 Stunden dauern. Das heißt, 1 bis 3 Tage bleiben die Nahrungsreste dann durchaus in deinem Körper drin. Zusammenfassend können wir also sagen, während der Verdauung wird die Nahrung in deinem Körper aufgespalten, damit die Nährstoffe dahin kommen, wo du sie eben auch verwerten kannst, in deinen Blutkreislauf. Und das bringt uns jetzt zu den Flüssigkeiten. Können Flüssigkeiten die Verdauung stören? Nun, generell leuchtet, glaube ich, jedem von uns ein und jeder von uns ein, dass du trinken darfst, um gesund zu bleiben. Und du brauchst auch genug Flüssigkeit, um gesund zu bleiben. Das heißt, Flüssigkeiten haben erstmal viele gesundheitliche Vorteile. Ja, und auf der anderen Seite gibt es eben diese Behauptung, dass Trinken mit einer Mahlzeit keine gute Idee ist. Lass uns mal die 3 häufigsten Bedenken, die hier geäußert werden, nacheinander durchgehen und mal gucken, was da eigentlich dran ist. Behauptung Nummer 1, da geht es um Alkohol und säurehaltige Getränke. Und da wird gesagt, dass Alkohol und eben saure Getränke sich negativ auf den Speichel auswirken. Und damit meine ich Getränke, die eben einen sauren pH-Wert haben, wie zum Beispiel Zitronensaft wäre so eine Möglichkeit oder auch Getränke, die mit Kohlensäure versetzt sind. Ja, manche Menschen behaupten, dass das Trinken von säurehaltigen Getränken oder auch alkoholischen Getränken zu den Mahlzeiten den Speichel austrocknet und es dadurch für den Körper schwieriger ist, die Nahrung zu verdauen. Und tatsächlich gilt das für Alkohol. Alkohol verringert den Speichelfluss wenn wir uns da die Studien angucken, liegt das so bei 10-15%, geht der Speichelfluss runter pro alkoholischem Getränk. Also wer viel trinkt, der darf dann eben noch ein bisschen mehr dazu rechnen. Und das bezieht sich allerdings hauptsächlich auf hochprozentigen Alkohol. Also nicht auf die Getränke, wo nicht so viel Alkohol drin ist, wie vielleicht Bier oder Wein. Und einen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass Alkohol oder saure Getränke, wenn du sie in Maßen, in kleineren Mengen genießt, die Verdauung beeinträchtigen oder die Aufnahme von Nährstoffen beeinträchtigen, gibt es bisher noch nicht. Moderation ist hier natürlich das Zauberwort. Und das bringt mich zur Behauptung Nummer 2. Und da geht es um Wasser und den Einfluss von Wasser auf die Magensäure und die Verdauungsenzyme. Es gibt viele Menschen, die behaupten, dass wenn du Wasser trinkst und das gerade eben zu den Mahlzeiten tust, das Wasser natürlich in der Magensäure landet, die Magensäure dadurch verdünnt und auch die Verdauungsenzyme verdünnt und es dadurch schwieriger für den Körper ist, die Nahrung dann zu verdauen. Also in dieser Logik, und das leuchtet ja auch irgendwie erstmal ein, wenn man das hört, würde deine Verdauung nicht so gut funktionieren und das könnte dann zu Problemen führen. Allerdings liegt dem eine Vorannahme zugrunde. Und diese Vorannahme, die wird häufig eben nicht mit ausgesprochen. Das ist die Vorannahme, dass dein Verdauungssystem nicht in der Lage ist, seine Sekrete auf die Konsistenz einer Mahlzeit anzupassen. Denn
es gibt ja Lebensmittel, die sehr wasserhaltig sind, wie zum Beispiel eine Wassermelone, und es gibt Lebensmittel, die sehr trocken sind. Und wir Menschen sind auf sehr viele Lebensmittel angepasst. Ergibt ja auch irgendwo Sinn. In der Natur bekommst du vielleicht auch eher was Ausgedörrtes oder auf der anderen Seite mal was sehr Wasserhaltiges. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass diese Vorannahme eben falsch ist. Deine Verdauung kann sich sehr wohl anpassen auf zusätzliche Flüssigkeiten, die du mit dem Essen aufnimmst. Und das bringt mich zum dritten Punkt, zur dritten Behauptung. Und da geht es um Flüssigkeiten wie Wasser und die Geschwindigkeit der Verdauung. Das ist auch ein beliebtes Argument gegen das Trinken von Wasser oder anderen Getränken zu den Mahlzeiten. Und das besagt, dass Flüssigkeiten die Geschwindigkeit erhöhen, mit der feste Nahrung den Magen verlässt. Also das, was du isst, bleibt nur kürzer im Magen, weil es dann durch die Flüssigkeit mit durchgespürt wird. Und auch hier ist eine Vorannahme drin. Und zwar die Vorannahme, dass die Mahlzeit viel kürzer in der Magensäure bleibt und damit auch viel kürzer mit den in der Magensäure enthaltenen Verdauungsenzymen in Kontakt kommt. Und dadurch ist die Verdauung dann schlechter. Auch hier gibt es keine wissenschaftliche Untersuchung, die diese Behauptung unterstützt. Es gibt eine Studie, die ich finden konnte, die die Magenentleerung untersuchte. Und da wurde festgestellt, dass die Flüssigkeiten selbst zwar schneller durch den Verdauungstrakt wandern als feste Nahrung, aber das Ganze kannst du dir eigentlich unabhängig vorstellen. Wenn du zum Beispiel ein Stück Gemüse isst und das in deinem Magen landet und du dazu Wasser trinkst, dann geht das Wasser zwar schneller durch, aber das Gemüse würde dadurch nicht schneller durch den Magen wandern. Wir können also unterm Strich sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass das Trinken von Flüssigkeiten wie Wasser oder säurehaltigen Getränken zu den Mahlzeiten deiner Verdauung auf irgendeine Weise schaden würde. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Könnte es sein, dass Flüssigkeiten vielleicht auch einen positiven Effekt auf deine Verdauung haben? Und das ist an der Stelle eine rhetorische Frage. Die Antwort lautet natürlich, ja, Flüssigkeiten helfen dabei, große Nahrungsbrocken zu zerkleinern, damit sie dann leichter durch die Speiseröhre in den Magen gleiten können. Und das ist ja auch ein Phänomen, das wir alle kennen. Traditionell gibt es zu einer Hauptmahlzeit auch etwas zu trinken. Und wann trinken wir was? Wenn wir das, was wir gerade gekaut haben, besser runterschlucken wollen. Dann nimmt man noch einen Schluck Wasser dazu und das Ganze rutscht ein bisschen schneller. Und tatsächlich ist das auch ein positiver Effekt. Außerdem trägt die Flüssigkeit auch danach noch dazu bei, dass die Nahrung reibungslos durch den Körper transportiert wird. Und das kann später Blähungen und Verstopfungen vorbeugen. Außerdem, und das ist ein spannender Punkt, sondert dein Magen während der Verdauung zusammen mit der Magensäure und den Verdauungsenzymen selbst Wasser ab. Das heißt, dein Körper sorgt auch selbst dafür, dass noch Wasser dazukommt, weil dieses Wasser, weil diese Flüssigkeit eben zur Verdauung benötigt wird. Ansonsten würden die Enzyme, die dein Körper eben auch produziert, um die Verdauung zu ermöglichen, gar nicht so gut funktionieren. Die Enzyme brauchen also Flüssigkeit, um ihre Arbeit verrichten zu können. Das heißt, unabhängig davon, ob du während oder vor den Mahlzeiten dazu etwas trinkst, Flüssigkeiten spielen eine wichtige Rolle in deinem Verdauungsprozess. Und das bringt mich zum letzten großen Punkt, den ich heute mit dir besprechen möchte. Und da geht es um Appetit und die Kalorienzufuhr. Welchen Einfluss nimmt Wasser hier? Und das ist auch ein guter Anknüpfungspunkt an die ja bereits schon ein bisschen länger erschienene Folge zum Thema Wasser trinken und abnehmen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, das ist tatsächlich Folge 16. Also für diejenigen, die Fitness mit Marc vom Anfang an durchgehört haben, Folge 16, da geht es auch schon um Wasser trinken. Wenn du zu den Mahlzeiten Wasser trinkst, dann kannst du auch zwischen den Bissen eine kurze Pause einlegen und die dazu nutzen, wirklich in dich reinzufühlen, wie fühlt sich dein Hungergefühl an, nimmst du vielleicht schon Sättigungssignale wahr. Und gerade diese Langsamkeit, diese Achtsamkeit beim Essen ist wirklich eine sehr gute Idee, vor allen Dingen für all diejenigen, und da sind Anwesende, die hier gerade vor dem Mikrofon stehen, definitiv mit eingenommen, neigen dazu, zu schnell zu essen.
Also diese Pausen zu machen zwischen den einzelnen Bissen sind wirklich eine gute Idee. Es gibt eine 12-wöchige Studie, die hat außerdem gezeigt, dass die Probanden und Probandinnen, die vor jeder Mahlzeit 500 Milliliter Wasser tranken. Ja, und da sind wir dann wieder bei der Challenge, um die es letztens im Donnerstags-Newsletter ging. Also die Probanden, die vor jeder Mahlzeit 500 Milliliter Wasser tranken, haben im Rahmen dieser Studie 2 Kilogramm mehr abgenommen als diejenigen, die das nicht gemacht haben. Und die Forschung zeigt auch, dass Wasser trinken deinen Stoffwechsel ein bisschen ankurbeln kann. Das ist kein Game Changer, aber es sind immerhin 24 Kalorien pro halben Liter Wasser. Wenn wir bedenken, dass Wasser selbst natürlich kalorienfrei ist, verbraucht dein Körper offenbar 24 Kalorien, um dieses Wasser vermutlich, das ist jetzt meine Vermutung, auch auf Körpertemperatur anzuheben, anzuwärmen. Und tatsächlich scheint es auch so zu sein, denn das, was die Forscher auch ausprobiert haben, ist, dass sie das Wasser auf Körpertemperatur angewärmt haben und dann wurde es getrunken und tatsächlich sank dann die Anzahl der zusätzlich durchs Trinken verbrannten Kalorien. Vielleicht ist es nochmal wichtig, an der Stelle zu erwähnen, auch wenn es auf der Hand liegt, es geht hier um Wasser, also ein Getränk, das keine Kalorien enthält. Das kann natürlich auch ein anderes kalorienfreies Getränk sein. Und es geht nicht um Softdrinks, die in der Regel sehr viel Zucker enthalten und viele flüssige Kalorien. Und tatsächlich wurde auch das von der Forschung untersucht. Es gibt hier eine Untersuchung, da war dann die Gesamtkalorienaufnahme um etwa 8-15% höher, wenn Menschen zuckerhaltige Getränke oder andere kalorienhaltige Getränke wie Saft zu den Mahlzeiten tranken. Auch hier können wir nochmal kurz zusammenfassen und festhalten, dass es dir durchaus helfen kann, deinen Appetit im Zaum zu halten und auch den Fettabbau unterstützen kann, wenn du Wasser zu den Mahlzeiten trinkst. Studien zeigen, dass es übermäßiges Essen verhindern kann, gerade wenn du dir eben auch diese Pausen gönnst zwischen den einzelnen Bissen. Und natürlich gilt das für kalorienfreie Getränke. Es gilt nicht für Getränke, die Kalorien beinhalten. Die haben dann den gegenteiligen Effekt. Und das bringt mich zum Ende für heute. Wenn es darum geht, Flüssigkeiten zu den Mahlzeiten zu trinken, dann ist meine Empfehlung, schau einfach, was dir am besten tut. Schau, womit du dich am besten fühlst. Solltest du zu denen gehören, die sich vielleicht einfach nicht so gut fühlen, wenn sie zu einer Mahlzeit noch zusätzlich Wasser trinken, dann lass es einfach bleiben. Dann wäre wahrscheinlich der beste Weg, zwischen den Mahlzeiten was zu trinken oder in einem gewissen Abstand, vielleicht eine halbe Stunde vorher. Wenn wir uns die Wissenschaft angucken, dann gibt es keine Beweise dafür, dass du zu den Mahlzeiten nichts trinken solltest. Im Gegenteil, Getränke, die du vor oder während einer Mahlzeit zu dir nimmst, fördern die Verdauung und sie sorgen für eine optimale Flüssigkeitszufuhr und machen satt. Und dabei ist es immer gut, im Hinterkopf zu behalten, dass in den meisten Fällen die beste Wahl die kalorienfreien Getränke, wie zum Beispiel Wasser, sind. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.